Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Wir brauchen einen Schlüssel, um eine Truhe zu öffnen und dafür könnte uns die gute Nahele, dienlich sein. Kannst du mir einen bestimmten Schlüssel anfertigen, meine Gute? Kommt darauf an. Wofür brauchst du ihn? Akando hat einen weißen Diamanten in einer sehr gut verschlossenen Truhe. Ich verstehe. Dafür benötigst du einen magischen Schlüssel. Mit etwas Gold sollte es mir gelingen, solch einen Schlüssel anzufertigen. Gut. Wie viel brauchst du? Ich denke, 300 Goldstücke sollten genügen. Toll, könnten es nicht auch Brocken sein? Na bitte. Fertige mir den Schlüssel für die Truhe. Also schön, es dauert eine Weile. Ja, wir haben Zeit. Und? Hier, das sollte funktionieren. Viel Glück. Ja, danke schön. Sehr gut, dann hatschen wir wieder zurück. Super. Dann haben wir das auch schon. Dann holen wir eben noch die 60er-Kiste. Die geht sich ja auch aus. Die eine. Ich hoffe, ich finde sie wieder. Ja. Haben wir da Proviant? Nö, nix. Wäre ja zu schön gewesen, nicht wahr? So. Ich vermisse irgendwie so Sprinttränke, muss ich ganz ehrlich sagen. Bestimmt kann man sie machen, nur bin ich wieder zu doof, welche zu machen zu tun. Ich bräuchte wahrscheinlich nur diese Voodoo-Geschichte ausbauen und dann wird es schon hinhauen wahrscheinlich. Vorher quatschen wir noch mit ihm. Servus. Oh, ich kann einfach nicht mehr. Ich bin das Warten so leid. Okay. Ich wollte nur sicher gehen. So. Wir haben Trank des Diebes. Wie passend. Der weiße Diamant. Der Goldwert wäre 300. Diesen Diamanten habe Akando im Totenreich entwendet. Da fehlt ein Ich, oder? Ist wurscht. Und 100 Gold. Super. Bam, 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 bam. Servus, Herr Eingeborener. Deine Seele ist frei. Ich habe die Truhe geöffnet. Deine Seele ist frei. Ich habe die Truhe geöffnet. Oh, ich danke dir, Fremder. Ich habe mich noch nie so leicht gefühlt. Behalte den Diamanten. Vielleicht wird er dir noch von Nutzen sein. Ich spüre, wie die Last von mir fällt. Das Licht erwartet mich. Mach's gut, Fremder. Ich werde dich nicht vergessen. Das ist sehr nett. Ebenfalls. Ruhe in Frieden. So, da oben war eine Truhe, glaube ich. Ich werde diesen einen Diebestrank da verschwenden. Und ja, schade ist halt irgendwie, dass sowas nicht permanent dann ist, ne? Dass du quasi dann mit Tränke, bin ich da richtig? Dass du dann mit den Tränken quasi das, diese Talente da verstärken kannst. Echt schade drum. Naja, was soll's. Auf jeden Fall die Diebeskunst und benutzbar diesen Diebestrank. Das müsste jetzt reichen. Hoffentlich. Yeah! Super. Boah, die schaut heftig aus. Jo. Aha, das ist schon verkehrt. Aber das könnte richtig sein. Na, das war zu viel. Mann, Mann, Mann. So, warte. Nein, so. Also so, so. Hä? War das nicht so? Ach, sowas. Entschuldigung. So, genau. War langsam. Nicht zu hastig. Und das ist verkehrt. Aha, da muss ich ganz runter. Okay, merken. So, dann ganz runter. Und jetzt darf ich rauf. Aha, okay. Haben wir schon geschafft. Juhu. Fluchpuppe. Rubin. Rubinring. Schmutzige Tricks und Silberzunge. Mhm. Ruhm.
Muschel und Gold. Supi, nehmen wir gern mit. Juhu, und jetzt können wir uns wieder umrüsten. So, mit... Hoppala, Entschuldigung. Was mache ich denn da? Das wollte ich gerade nicht. Ich wollte mich ausrüsten. Jetzt haben wir's. So. Also, ich wollte wieder diesen Ring hier haben. Der Rest müsste passen. Rubinring, den habe ich zweimal. Mittlerweile, den können wir einmal verkaufen. Oh, ich bin ein Depp. Oder? Na, passt schon. Ich habe mich gerade verlesen. Ich dachte, ich hätte noch was gehabt mit Diebeskunst, aber das ist nur ein zweiter Ring. Man kann ja nur einen tragen, so wie es ausschaut. Man hat ja nur 10 Finger und deshalb darf man nur einen Ring tragen statt 10. Aber das ist halt so. So. Wir sind hier jetzt soweit fertig. Genau, wir können jetzt weitergehen. Wir müssen jetzt ja noch die, ja, hoffentlich bessere Hälfte dieses einen Eingeborenen da finden. Und dann ist, glaube ich, noch jemand, mit dem wir helfen müssen. Waren es insgesamt 5 Geister? Ich weiß es gerade nicht. 4 oder 5. Auf jeden Fall werden wir allen behilflich sein und werden somit die Geschichte vorantreiben. Jo. Tada! Oh, ruck. So, hier drinnen, da waren wir, glaube ich, jetzt schon, ne? Das haben wir ausgeraubt. Passt. So, dann kann man hier rüber. Lalala. Lalala. Hüpf, hüpf. Lalala. Tada. So. Jetzt sind wir da. Jetzt können wir... Darauf kommen wir wieder zurück. Genau. Da oben kommen wir raus. Und hier drüben war diese Kampf... Der Kampfplatz, ne? Da wird bestimmt auch jemand sein, der auf uns geduldig warten tut. Jo, da steht er, der Beta. Gibt es hier irgendwas zum Mitnehmen für uns? Schauen wir doch gleich mal. Tada! Jo, ein Jadestein und ein Goldbrocken. Super. Wein. Jo, dann können wir immer... Was? Da war noch was? Kerzenleuchter. Mhm. Ein Schlückchen Wein kann man immer brauchen, oder? Tada! Tada! Was haben wir da? Einen Schädel, den brauchen wir auch, denke ich mal, zum Zusammenbasteln für diesen Schädelzepter-Dings da. Okay, da haben wir sonst nichts. Was ist da? Ein Schwammerl, das man nicht essen kann. Was haben wir hier? Einen Goldbeutel. Ach komm, echt jetzt? Wirkt der Trank noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Nope, der hält nicht lange. Wurscht. Dann sauft man halt noch. Aha, tut das weh. So. Dann schauen wir mal. Bist du genauso bescheuert zum Aufmachen? Wahrscheinlich. Ich wollte jetzt nur mal die schnelle Variante machen. Aha, das stimmt nicht. 4. Aha, das stimmt auch nicht. Lol. Und jetzt? Aha, das stimmt sowieso nicht. Auch nicht. Aha, das könnte was werden. Aha, das ist verkehrt. Ach Mann, ey. Und jetzt? So vielleicht? Jawohl, schau, richtig. Hurra. Super. Ruhm, Geisteressenz, ja. Muschel, Gold und Bauplan für eine Knochenkette. Was ist denn das? Wir brauchen 5 Knochen. Jadesteine haben wir. Was? Nein, wir. 21 Jadesteine brauchen wir? Oder haben wir? 3 von 5, 1 von 21. Alle Anweisungen und Materialien für den Bau einer Knochenkette. Totenkult 10 und schwarze Magie 5. Goldwert 150, Kette aus Fingerknochen. Ja, super. Nehmen wir doch mal mit. Yay! Yay! Wie schön! Liegt da noch irgendwas rum? No. Wer bist denn du? Halt ein, Lebender. Du hast die Arena des Kriegers betreten.
Stell dich zum Kampf. Moment mal, nicht so schnell. Können wir das nicht friedlich regeln? Was ist dein Problem? Ja, friedlich regeln, bitte. Können wir das nicht friedlich regeln? Nein. Es ist ein Fluch, der auf mir lastet. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich einen ebenbürtigen Gegner gefunden habe. Vielleicht ist es dein Schicksal, meinen Fluch zu brechen. Aber lass dich warnen. Weder zu Lebzeiten noch im Tode hat mich je einer im Kampf geschlagen. Darf ich vorher speichern? Also gut, lass uns kämpfen. Bist du wahnsinnig? Lass mich doch einfach gewinnen. Wieso wurdest du verflucht? Der Frankhoff. Es ist lustig. Lass mich doch einfach gewinnen. Das wäre schon schön. Ja, warum nicht? Lass mich doch einfach gewinnen. Dann bist du befreit und ich spare mir den Ärger. So einfach ist das nicht, Lebender. Aha. Ich muss jemanden finden, der stark genug ist, nicht denselben Fehler zu begehen wie ich damals. Erst dann werde ich in Frieden ruhen können. Na dann, warum wurdest du eigentlich verflucht? Wieso wurdest du verflucht? Ich habe nicht beendet, was ich begonnen habe. Aha. Will heißen? Wir waren 4 an der Zahl und wollten das Ungeheuer töten. Du sprichst von Mara. So ist es. Ich konnte sie mit dem Dolch verletzen, aber ihr Fluch traf uns trotzdem. Wir hätten es zu Ende bringen sollen. Doch wir haben versagt. Ach, jetzt sei nicht so hart zu dir selbst. Nun trage ich die Konsequenzen. Du hättest Mara mit deinem Dolch töten können? Du hättest Mara mit deinem Dolch töten können? Nicht allein. Aber jeder von uns trug eines der tödlichen Titanen-Artefakte. Ich war damals stolzer Chaka beim Tempel der Erde. Mara überließ mir den Blutopferdolch, weil ich stärkster Tonka war. Doch wir hintergingen sie. Wir hätten uns nicht eher zufrieden geben sollen, bis das Ungeheuer zu Staub zerfällt. Werd's mir merken. Na dann, ich beende kurz mal, weil ich muss das hier speichern. Ich werde definitiv versagen. Das ist zum einen nichts Neues und zum anderen, ja. Ja. Ohne Worte. So. Cusco. Der Cusco. Hieß er nicht der Typi bei Ein Königreich für ein Lama? Keine Ahnung. Also gut, lass uns kämpfen. Ich werde es Also gut, lass uns kämpfen. Möge deine Stärke so groß sein wie dein Mut. Ja. Ja, ja. Das werden wir dann schon sehen, ne? Habe ich jetzt eigentlich meinen Ring umgerüstet? Geht das eigentlich noch? Halt, stopp. Langsam. Ring. Nope. Meisterschüler. So. Schau, gar nicht mal so schlecht ausgewichen. Au, ich nehme sie schon zurück. Oh, Ruck, ausweichen, wenn es geht. Jawohl, au. Naja, ausweichen geht eigentlich anders, aber ist wurscht. Na, du sollst nicht auf die Wand einschlagen, so. Du bist der Kasper. Echt, sondern den Krieger, Deppen, da. Wenn's, ui, ausweichen, schau, schön gemacht. Selten, aber es kommt vor. Au. Jawohl. Es hat gesessen. Au. Au. Wow. Schnell was saufen. Ein gutes Schlückchen rum. Au. Dieses Geschnaube erinnert mich irgendwie an den Einzelteil von Risen. Wer hat so geschnaubt? Waren das die Echsenmenschen? Ich weiß es gerade nicht. So. Na, ich helfe dir auf, mein Freund. Alles gut? Boah, das ging echt einfach. Aber auch nur, weil wir uns heilen durften. Du hast es tatsächlich geschafft. Mhm. Ja, das war gar nicht schlecht. Nicht schlecht? Du hast mich befreit nach all diesen Jahren. Er hat mich gewinnen lassen. Nimm meinen Speer als Dank, großer Krieger.
möge er dir bei deinen Aufgaben helfen. Oh, das es ist nun Zeit für mich zu gehen und endlich meinen Frieden zu finden. Lebe wohl. Fitti. Super. Den nächsten geschafft. Das ging echt einfacher als gedacht. Weil er mich gewinnen hat lassen. Definitiv. So, jetzt fehlt ja nur noch dieser eine Kerl, wo wir quasi seine bessere Hälfte finden sollen. Ne? Ich werde mal versuchen, ob wir da rausgehen dürfen. Eben aus diesem ganzen unterirdischen Dings hier. Vielleicht ist es dann ja sogar schon richtig. Warte, wo war jetzt die Treppe? Da drüben. Mann, wo ich hinlaufe. Es ist hoffnungslos. Ich weiß es eh. So. Dann würde ich mal sagen, haben wir da irgendwas Tolles? Nicht so wirklich. Da ist auch nichts Gescheites. Dann gehen wir weiter, weiter, weiter. Lalalala. Da sind Scherben. So, als hätte ich vielleicht säckeweise mitnehmen sollen. Scherben. Yeah, eine Schale. Die sollen ja Glück... Noch was? Ach ja, der Wein. Schon super. Scherben sollen ja Glück bringen. Davon kann ich hier mehr als genug brauchen. Haben wir da auch noch was? No. Nein, nix. Dann gehen wir weiter raus. Es ist halt nur die Frage, ob wir noch in diesem Geisterreich sind. Da sind auch nur Scherben. Oh. Tau. Wie komme ich wieder zurück in die Welt der Lebenden? Aha, okay. Warte, das fragen wir vielleicht noch nicht. Das dürfte alles noch das Totenreich sein. Das ist gerade sehr, sehr gut, weil wir halt noch eben diesen einen Typen finden müssen. Er kann ja nur mehr hier draußen sein, oder? Irgendwo. In Klammer hoffe ich. Ich dachte, das wäre ein Lagerfeuer, dabei ist es nur ein Seestern. Ich habe mich schon gefreut gehabt, dass wir ihn gefunden hätten. No, no, nicht so einfach. Es gehen tut. Da ist auch nirgendwo jemand. Aber streng gesehen kann er ja nur mehr hier draußen sein, oder? Schauen wir halt noch da drüben hin und auf die andere Seite des Strandes. Dann ist der Part eh wieder vorbei und dann kann ich mir super krass den Kopf zerbrechen, wo der Kerl sein könnte. Eine Muschel? Yeah! Hurra! Die muss ich auch wieder mal aufmachen. Da ist sicher die eine oder andere Perle drin. Eine Perle. Da ist wieder eine Fackel von uns. Oh, die darf ich mitnehmen. Supi! Das freut mich. Da ist noch eine Muschel. Hui! Nehmen wir auch gern mit, aber den einen Kerl finde ich nicht an. Wahrscheinlich bin ich da eh komplett verkehrt. Da ist noch eine Muschel. Eine alte Kiste. Vielleicht noch ein Stück da hinten. Noch eine Muschel, jawohl. Eine Schaufel, yeah. Da ist nix. Haben wir da drüben noch was? Ansonsten sind wir hier quasi umsonst hergehatscht. Was meinen Befürchtungen nach auch so sein tut. Da ist wahrscheinlich gar nichts mehr, ne? Aha, da geht's auch noch rüber. Okay. Oh. So viel dazu. Na gut, dann hätten wir das schon mal. Irgendwie ist der Typ nicht hier draußen. Das ist wieder schlecht.
Das bedeutet, ich muss den Kerl suchen. Aber wo? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich studiere gerade, wo ich was übersehen habe. Sollen wir mit dem schon reden? Wie komme ich wieder zurück in die Welt der Lebenden? Das ist leicht. Du musst dich nur auf den Altar legen und schlafen. Nimm nichts von dem Trank, wenn du in die Welt der Lebenden zurückkehren willst. Okay. Aber ich bitte dich, erfülle erst dein Versprechen. Ja, das machen wir schon. Ich wollte ja nur mal wissen. Gut, dann war's das wieder für heute. Schön. Wo könnte der Kerl nur sein? Ich hoffe, ich bin jetzt nicht an ihm vorbeigelaufen. Also, als wir jetzt gerade draußen am Strand waren. Das wäre jetzt ein bisschen doof. Ich sehe schon kommen, der nächste Part wird ein Suchpart. Nicht sonderlich spannend. Müssen wir aber leider machen. Wo könnte die eine Hälfte... Also, wo könnte... Kein Schimmer, aber wir werden es schon rauskriegen, irgendwie, das Schwäch, irgendwie, das schaffen wir schon. Auf jeden Fall, bis dahin bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!